Und nun, Eldenherr, werdet ihr die berühmte Gastfreundschaft der Zwerge kennenlernen. Prasselnde Kaminfeuer, gut abgehangenes Fleisch. In die Minen! Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Denn dies, mein Freund, ist die Heimstätte meines Vetters Balen. Und sie nennen es eine Mine. Eine Mine! Ha! Dimli! Nein! Hier ruht Balin, Fundins Sohn, Herr von Moria. Ich hatte es befürchtet. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Oh. Und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Part von Lego der Herr der Ringe. Wir befinden uns in Moria. Herzlich willkommen, Amira. Hi. Ja, ich vermisse gerade meinen Hut. Den hat gerade, ich glaube, Pippin mit nach unten gerissen. Und ja, los geht's. Ja, erstmal kloppen. Frodo baut irgendwas. Hui! Ich auch. Da hinten fehlt auch noch wieder so ein Teil irgendwie. Guck mal, Frodo ist voll klug. Alle stehen nur rum, ne? Aber Frodo mal. Frodo muss sich ja auch mal irgendwie nützlich machen nach seinen ganzen... So, ich mach hier mal ein bisschen Feuer. Ja, das ist gut. Gimli hat das hier kaputt gemacht. Guck mal, hier ist zum Beispiel wieder so ein goldenes Dingens, wo man nichts machen kann. Das ist sehr komisch, ja. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das ist gut. Ich habe ein mechanisches Teil. Ich glaube, das gehört wieder daran. Ah, hier ist sogar ein Schloss. Bringst du das mal daran, Gimli, oder nicht so? Soll das nicht daran? Wo soll das denn ran? Hä? Gimli läuft ein bisschen verplanter an die Maschine. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Schlüssel soll, weil hier ist ein Schloss, aber der kann hier nicht dran. Muss das ein großer machen? Ich leg den mal hier hin für Legolas. Da ist doch aber das Zahnrad. Bitte schön. Habe ich das Zahnrad nicht? Doch, habe ich doch. Verarsch mich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich habe es auch erstmal da vorne hingelegt. Das ist toll. Wie doof. Frodo! So, hier. So, ich mal, Legolas, komm. Du wirfst jetzt erstmal das da. Das können wir ja schon mal machen. So, dann mache ich das Schloss auf. Toll. Ganz toll. Da ist das Zahnrad. Super, das Zahnrad kann hier hin. Super. Nur das hier hinten weiß ich noch nicht. Das ist so ein Maschinenteil und... So, hier brauchen wir noch eine Kurbel. Dann ist das die Kurbel. Dann kann die da ja jetzt ran. Das ist toll. Ja, komm. Jetzt geht's auch. Na. Närrischer Tuck! Herr Frodo! Ox! So, oh, die Orks kommen. Das ist sehr, sehr schlecht. Vor allem, die sind ein bisschen unvorbereitet, so fühle ich mich. Die Orks, oh mein Gott, was sollen wir tun? Ich schieße das schon mal ab, das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Guck mal, hier. Habe ich jetzt ja, irgendwas... Sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, was es gebracht hat. Ich spiele mal Gandalf.
Oh, Gandalf, Gandalf. Bau mal was. Bau, 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 bau. Ich glaube, das ist wichtig. Nee, ich nehme mal wieder Legolas. Ja, und ich nehme Gandalf. Nein, aber... Nee, da muss ich wohl jemand anderes mal ranhängen. Ihr hängt euch daran. So, ich baue da schon mal was vor. Legolas, die andere Seite. Schnell, 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 schnell. So, da muss man sich ranhängen. Danke. Super. Das habe ich noch mal zerkloppt hier. Oh. Das. Sollen sie kommen? Es gibt immer noch ein... Nein, oh Gott, jetzt kommen sie. Ja, wir sind hier hoch konzentriert. Ja, ich bin gerade auch total geflasht. Ich sehe gerade nichts außer... Aber irgendwas muss ich machen können. Hier hinten vielleicht? Nein. Ah, okay. Wenn man versucht, zum Tor zu gehen, stirbt man einfach. Ah. Oh, was hast du gemacht? Ich bin irgendwo hochgesprungen. Oder ich glaube, der kommt automatisch irgendwann, oder? Ich bin an der Seite hochgesprungen. Ach so. Sie haben einen Höhlentroll. Okay. Der Höhlentroll, der Höhlentroll. Ich glaube, Gandalf kann irgendwas machen oder so. Ja, ich sehe das gerade. Ey. Ja. Der ist irgendwie festgekettet oder so. Kann das nicht... Können wir da nicht irgendwas machen? Ich kann so eine Falle auf dem Boden machen für den irgendwie. Oh. Nein. Legolas, lauf. Ja. Ja. Ach, ich kann hier oben was schießen. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Oh ja, der Schutzzauber hat auch sehr viel gebracht. Mann, dann spring doch da hoch, du Depp. Also irgendwie will Legolas da hinten nicht hoch und er will es auch nicht anschießen. Ja, super. Mann, geh doch mal weg, du Scheißorg. Also ich wähle mal einen anderen Charakter aus. Ja, das klappt total gut hier, was wir machen. Ja, ja, endlich habe ich das Ding kaputt gemacht. Der Pfeil, der gelbe Pfeil zeigt die ganze Zeit nach oben. Ich werde jetzt mal hier hinten lang. Aber ich kann nirgendwo hoch, das nervt ein bisschen. Kann man sich nicht irgendwie gegenseitig wieder hoch schmeißen? Ja, ich versuche das jetzt auch mal. Oder, ich meine, das grüne Ding wird mir hier die ganze Zeit angezeigt, als ob er sich da festhalten würde, tut er aber nicht. Das ist irgendwie total verwirrend gerade. Hui, komm schon, rauf da. Ja, wie komme ich da hoch? Hallo. Mein Gott, die sterben hier wie die Fliegen. Ah! Ich habe echt keinen Plan, was ich machen soll. Weil an der Seite werden die grünen Dinger angezeigt. Also hier kann ich zum Beispiel hoch, aber auf der anderen Seite nicht. Ja, dann guck mal, was du da hinkriegst. Ja, versuche ich ja. Ja, hier, scheiße, voll reingelaufen.
Lass mich los, du Troll. So, ich hab hier mal einen von den Fuzzis. Ich will hier hoch, ich will hier hoch. Und wenn ich auf ihn drauf springe... Oh, ich bin hochgekommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich bin. Ah, oh, da kannst du rein. Oder ich, oder jemand Kleines. Ja, aber der Pfeil zeigt dahin. Das mache ich jetzt mal. Was ist denn da? Ist da was? Geht da jemand rein? Nein. Total merkwürdig, als ob unter mir jemand rein kann. Ich versuche jetzt doch nochmal runter zu gehen. Kann ich hier nicht in die Höhle? Warum zeigt der gelbe Pfeil da immerhin? Das ist doch echt zum Verrücktwerden. Irgendwie. Ja, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie das dann im Spiel war, im Film war. Da hat Legolas ihn eigentlich platt gemacht. Also Legolas hat ihn doch eigentlich... Von oben drauf gesprungen, genau, auf den Rücken. Und der Pfeil zeigt die ganze Zeit aber da hinten hin. Deswegen bin ich so ein bisschen... Wir geben uns echt Mühe, aber wenn man halt keine Ahnung hat und es blind spielt... Ja, hör auf, mir weh zu tun. Oh, er kommt auch voll hinter mir her. Nein. Nee, ich kann ihn auch nicht anschießen oder so. Das... Also hier unten ist noch irgendwas. Und wenn er seine Schleuder hier oben hin macht, vielleicht kann ich dann hier oben was machen. Da, wo er hin zeigt, siehst du? Irgendwie? Vielleicht kann da jemand was machen? Ja. Weil der Pfeil zeigt die ganze Zeit dahin. Wenn er da ist, dann musst du da drauf springen, um über die Kette auf seinen Rücken zu gehen. Ah, okay. Nein, hoch mit dir. Okay, komm her, du Vieh. Komm her. Komm. Ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen Plan. Jetzt stehe ich nämlich auch drauf und der Pfeil ist weg. Also, komm, schieß, wirf. Oh, komm, rauf. Scheiße, daneben. Ja, aber wenigstens haben wir einen Plan. Ja, komm. Mach ihn kaputt. Woo! Oh, ich dachte, wir wären schon fertig. Nee. Ich baue hier noch schnell was. Keine Ahnung was, aber es ist gebaut. Ein paar Punkte, okay. So, jetzt müssen wir... Haben wir aber schon mal einmal auf ihn geschossen. Jetzt bestimmt noch mal von der anderen Seite hier. So, ich bin mal hier mit Sam schnell hochgeklettert. So. Jetzt von der anderen Seite. Jetzt haben wir es dann gleich. Ja, mit Sam kannst du da nichts... Oh Gott. Okay. Nein, schon wieder. Oh. Komm. Hä? Das ist gemein. Ach, ich muss so eine Plattform erst bauen. Okay. Plattform gebaut und dann haben wir es gleich. So, komm her, du fetter Troll. So, auf die andere Seite lock ihn mal rüber. Ach, du warst mit Gimli drüben. Was hast du denn da gemacht, Gimli? Ja, ich wollte mal schauen, was hier denn jetzt so für mich los ist, weil es ist ja nicht ohne Grund, dass hier so eine Klappe aufgegangen ist, oder? Ich habe auch unten was dahin gebaut, also hättest du da... Oh, ja, aber der muss mal zu mir rüberkommen, weil ich muss den hier mal wieder anschießen und dann haben wir es vielleicht auch. Okay, ich komme rüber. Na? Ach, ich bin auch an der Kette. Ah. Oh Mann. Schnell bauen.
Fertig. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn. Ich kann nicht hinziehen. Danke. So, danke. Das war das zweite Mal. Und? Ja! Und das letzte Mal. Oh oh. Ach, ich bin das. Ich hab das gar nicht kapiert. Das müsste doch aber Legolas eigentlich machen. Legolas! Oh, ich muss mal ins Bild laufen. Ist echt scheiße, wenn man nicht im Bild ist. Und rauf. Na komm schon. Immer rein ins Maul. Hau mal weiter drauf. Danke. So, einmal schon getroffen. Ah, Frodo! Mann, dreh dich um. Ich schieß dir in den Po. Ich muss wieder drauf springen. Oh, wo kommt der denn her? So. Komm ins Gesicht, komm schon. Das Visier, das Visier, das Visier. Ja, da ist es. So. Jetzt müssen wir ihn doch langsam mal haben, ey. Hilfe! Ah, wenn das Visier nicht kommt, dann... Nein, 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 lauf weg! Er ist irgendwie so rot, als ob er geschwächt wäre oder so. Als hätten wir ihn schon so gut langsam dran. Ich glaube, er ist sauer. Wir müssen mal auf ihn rausspringen, glaube ich. Ja, ich gehe von der anderen Seite. Hui, 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 das ist ja echt hier... Oh Mann, ey. Lock den mal rüber. Moment, komm. Kannst du nicht? Nein, kannst du nicht. Komm mal rüber, komm. Hier rüber? Ja, ne? Sehr gut. Wie oft sollen wir das denn... Ah, okay. Dreimal. Er lebt noch. An diesem Hobbit ist mehr dran, als das Auge sieht. Ja, klar. Zur Brücke von Khazad-dûm. Boah, ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Juhu! Oh, lalalala. Da kommen sie schon. Ja, auch wenn das so albern ist, haben die das richtig cool gemacht. Ja, finde ich auch. Scheiße. Ja, jetzt geht's halt nochmal los, ne? Klopperei. Gandalf! Ja. Ich bin Legolas. Wen spielst du, Gandalf? Nee, ich bin hier der Kleine. Der Kleine. Wer bin ich denn? Ich sehe gar nichts. Du bist Legolas. Ah. Ich dachte gerade, ich wär's doch nicht, weil ich ihn nie mehr gesehen habe. Ich glaube, wir müssen Gandalf beschützen, damit er weitermachen kann. Uns fehlt auch nur noch einer. Er kann weiter, sehr gut. Ja,
Yo, 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 yo. Juhu. Das neue Herr der Ringe, Hack and Slay. Ja, aber echt. Oh, da. Es fehlt uns nur noch einer. Wir haben's, glaube ich. Wir haben's. Ein Balrog. Ein Dämon aus der alten Welt. Ein Feind, gegen den ihr nichts ausrichten könnt. Lauft! Juhu! Ja, wir greifen uns gegenseitig an. Sehr schlau. Ich wollte das Skelett kaputt machen. Wolltest du auch? Aber es geht gar nicht. Ist nur Deko. Ja. Juhu. Oh oh, oh oh. Ich bin ein bisschen weit hinten irgendwie. Wo seid ihr alle? Freunde? Hallo? Scheiße. Okay, Pippin kam mit seinem Eimer, aber auch kommt mir nicht mit eurem Eimer Wasser, ganz ehrlich. Hier, da ist auf jeden Fall was mit für Gimli wieder, die Wand da hinten. Ja, ich bin auch schon dabei. Er mit seinem Eimer Wasser, den wir nicht haben. Wir haben doch keinen, wie soll er das denn machen? Oder haben wir mittlerweile einen? Schau doch mal, ob da hinten ein Eimer ist. Ja, der Balrog läuft ja nur hier rum. Da ist wieder so ein Glitzerding. Das machst du sehr schön. So, ich habe eine Kurbel. Wofür können wir die gebrauchen? Ich denke mal für das Zahnrad hier hinten. Hast du es vorher auch schon gemacht? Nee, das war schon. Der hat eine Angel. Kann der hier was angeln? Nee, aber der braucht einen Eimer. Ich habe keinen Eimer. Doch, wir haben einen Eimer. Ich weiß zwar nicht, woher. So, B. Dann Eimer mal. Sorry, musst du mir mal eben die Nase putzen, nicht pudern. Was, kann ich jetzt das Feuer löschen oder... Oh, oh. Was soll ich damit machen? Ich glaube, du sollst da irgendwas machen. Jetzt habe ich die Kurbel in der Hand, aber ich habe auch den Eimer noch. Ich habe auch eine Kurbel. Da soll ich was machen mit dem Eimer Wasser? Da, wo... Genau, da, wo dann steht er, oder? Hä? Da. Nee, da soll ich die Kurbel einsetzen. Oder? Hm? Nee. Eimer. Das ist doch voll der Blödsinn auch, oder? Ja, da stand doch gerade schon das Zeichen. Da. Ich meinte, bitte zurück. Ja, zum Feuer hin. Genau. Ich will doch die ganze Zeit das Feuer löschen und du sagst, nee, ich soll zur Kurbel. Ja, das sah so aus, weil das Zeichen so. Gandalf muss irgendwas machen. Gandalf. Du bist Gandalf. So, Kurbel. Ich warte mal. Gut. Ach, da hinten sollst du es ranschweben hin. Gandhi. Oh, das ist daneben gegangen, das wollte ich nicht. Nein, ich wollte, nein, lass mich runter. Ja, fertig. Was jetzt? Du sollst das Ding da oben, du hast es doch noch Zahnrad noch nicht nach oben an das pinke Stöckchen da. Ja, ich weiß, aber wo ist das Zahnrad? Ach so, du hast es irgendwie in deinem Inventar, musst du mal gucken. Hier, das ist ein Inventar. Das musst du auch ach so, hast du es da nicht? Dann hast du es weggeworfen. Dann musst du es irgendwie. Wie kann ich es denn wegwerfen? Da ist es. Da. Hui. So, und jetzt, wie steuere ich das? Ja, musst du mal ein bisschen rumprobieren. Mit Tastatur ist es natürlich ein bisschen schwieriger für sie. Ja. Aber du kriegst das gerade ganz gut hin, Entschuldigung. Enter. Daran entern vielleicht, ich weiß nicht. Oder vor und zurück, also du kannst ja vor und zurück irgendwie machen.
Ja, das sah so gut aus. Yay, das war das Skelett. Ach, Menno. Soll ich das sonst mal machen? Ja, mit dem Joystick ist es besser. Okay. Nein, nicht du, du Trottel. Dich will ich doch gar nicht spielen. Oh, ja, ist... Gandalf. Gandalf, ich will dich spielen. Ach so, ich muss meinen Charakter... Ja. Hui. Mit dem Joystick ist es nicht gerade einfacher, aber... Ich sehe auch irgendwie gar nicht, wie kriege ich das denn da ran? Ach, da steht aber bei mir auch R. Dann, hallo? Wieso bin ich denn jetzt nicht mehr Gandalf? Das ist schon nicht so einfach hier. Ach so, weil ich... Ja, okay, ich verstehe. Ich drücke aus Versehen L2. Es könnte daran liegen. Nein, das klappt nicht das sehr gut. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Nein, und ja, ich frage mich gerade, ob wir gerade einen Cut machen, oder? Wenn ich das jetzt nicht rankriege, mache ich einen Cut. Ich soll R drücken. Aber ich habe ja nur L1 und R1 und das kriege ich nicht näher gerade ran. Das hat super geklappt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Cut und ich krieg das dann schon beim nächsten Mal hin. Nö. Nö, und wir machen hier eine kleine Pause. Der Balrog ist ja, na, so schlimm ist er ja gar nicht. Ich hau dich auch gleich. Da, ich mach dich kaputt. So, das Ding hier, das gibt's doch nicht. Mit R. Ja, was heißt R? Hallo, du doofes Zahnrad. Zahnrad. Also R ist bei mir spezial. Ja. Keine Ahnung, was bei mir ist. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.